Ein wunder, 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 wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Wisst ihr, worauf ich mich freue? Ich freue mich, wenn wir uns wieder ohne Maske sehen. Ja, ich freue mich richtig drauf. Ich finde, die ganze Schönheit von dir darf nicht auf Dauer durch Masken verhindert werden, dass sie zum Ausdruck kommt. Ah, so schön hier zu sein. Hey. Nicht nur äußerlich ist heute ein wunderschöner Tag, sondern auch innerlich. Ich glaube, dass Gott uns was schenken möchte heute, was vielleicht die ganze Zukunft deines Lebens doch erheblich mit beeinflussen und prägen wird. Ich möchte gerne über ein Thema sprechen, wo manche ein bisschen Angst vorhaben oder so ein komisches Gefühl haben, weil sie nicht so genau wissen, wo kommt das her. Unser Thema lautet, wie du lernen kannst, erfolgreich zu meditieren. Und du glaubst nicht, wie wichtig dieses Thema ist. Jetzt gibt es eine ganze Menge Leute, die haben ein bisschen Angst davor. Die denken, Meditation kommt so irgendwie aus dem Osten irgendwo, aus dem fernen Osten, vielleicht aus dem Buddhismus oder Hinduismus oder gar aus der Esoterik oder sogar irgendwo vom Okkultismus her. Und das hat so mit so Geistern zu tun und so weiter. Und da zapft man dann Quellen an und so weiter. Das gibt's schon auch, das stimmt, das gibt's, das machen auch Leute. Aber darüber werden wir heute überhaupt nicht sprechen. Gar nicht, weil Meditation ist etwas viel, viel Größeres als das, was viele Leute denken. Meditation kommt viele, viele tausende Jahre vor Buddha und Hinduismus und Esoterik. Die Esoterik gab es damals in der Weise wahrscheinlich noch gar nicht. Kommt aus einer Zeit, eigentlich muss ich sagen, mindestens 6000 Jahre gibt es Meditation schon hier auf der Erde. Sogar Adam und Eva im Paradies haben meditiert. Kannst du dir Eva vorstellen? Ja, sie steht da vor dem Baum und da hängt die Frucht dran. Sie splitterfasernackt. Im Evas Kostüm schaut sich die Frucht an und meditiert. Und sie überlegt sich, hat jetzt Gott recht oder die Schlange? Und sie sinnt darüber nach und überlegt. Schau, Eva hat schon im Paradies meditiert. Aber was das Allergrößte ist, was wir alle wissen müssen, ist, dass Meditation nicht mal von Adam und Eva und vom Paradies kommt, sondern Meditation kommt direkt von Gott. Wir werden uns das gleich anschauen und einige werden überrascht sein, dass Gott der Größte ist im ganzen Universum, der meditiert. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich uns mal gerne eine Definition zeigen, mal ein bisschen versuchen zu beschreiben, was Meditation ist und was das mit dir und mir zu tun hat. Und da kommen wir dem Ganzen schon einen mächtigen Schritt näher. Definition von Meditation reimt sich sogar. Meditation kommt vom lateinischen Meditatio. Da steckt auch das Wort Medium drin, die Mitte. Und Meditatio bedeutet eigentlich etwas zur Mitte ausrichten oder sich, so wird was modern Deutsch heute sagen, auf das Zentrum, auf die Mitte konzentrieren und ausrichten und fokussieren. Also Meditation ist etwas, was man mit seinen Gedanken macht, wo man sich auf die Mitte, auf das Zentrum von etwas ausrichtet. Das finde ich schon mal total bemerkenswert. Und ohne, dass du das manchmal merkst, tust du das, weil es gibt auch unbewusste Meditation. Manchmal wachst du nachts aus auf den Schlaf und plötzlich erwischst du dich dabei, wie du über Dinge nachdenkst, wo Gott gar nicht will, dass du darüber nachdenkst. Über deine Sorgen, über das, was schiefgelaufen ist, über deine schwierigen Nachbarn. Und dass dein Geschäft gerade im Bach runtergeht und die Arbeitskollegen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und dein Chef hat dich gerade nicht befördert. Und in der Schule läuft es auch nicht gerade so, wie es laufen soll. Außerdem hat dir jemand deine Freundin ausgespannt und dein Geldbeutel ist auch noch nicht ganz so voll, wie er sein sollte. Und das Wetter ist nicht so, wie du dir gewünscht hast. Also wenn es heiß ist, ist es zu heiß. Und wenn es kalt ist, ist es zu kalt. Das ist gar nicht so einfach für manche Leute. Und wir erwischen uns dabei, ohne dass wir es
bewusst getan haben, dass wir meditieren, dass wir über Dinge nachsinnen, uns auf etwas fokussieren in unserer Gedankenwelt, etwas in die Mitte unseres Denkens stellen, was Gott vielleicht gar nicht so cool findet in diesem Augenblick. Weil er sagt zum Beispiel, alle deine Sorgen schleuder doch auf mich, ich kümmere mich drum, sagt Gott. Und Gott hat immer recht. Du hast keine Chance gegen Gott, er hat immer recht. Zum Besten für dich und mich. Und jetzt schauen wir mal ganz schnell nicht zu Gott, sondern zu Wikipedia. Kennst du das? Und was sagt Wikipedia über Meditation? Das ist hochspannend, hochspannend. Wikipedia sagt über Meditation, es ist das bewusste Steuern deiner Aufmerksamkeit und deines Denkens in eine bestimmte Richtung. Auf die Mitte hin, auf das Zentrum hin. Meditation ist das bewusste Steuern und Ausrichten und Fokussieren deines Denkens, deiner Aufmerksamkeit auf eine ganz bestimmte Sache. Und, das gefällt mir auch ganz arg gut, das Ziel, Meditation hat nämlich ein Ziel, vor allem wenn sie bewusst gemacht wird, das Ziel ist es, positive Veränderung in deinem Denken und in deinem Fühlen und in deinem Erleben herbeizuführen. Und zweitens, bestimmte Einsichten und Bewusstseinsstufen zu erlangen. Ihr Lieben, ob du es willst jetzt oder nicht heute, wir machen uns auf den Weg zu höheren Bewusstseinsstufen heute. Zu besseren Gefühlen, besserem Denken, besserem Tun, besserem Reden. Weil Meditation ist etwas Urgöttliches, was ganz Heiliges, was Herrliches, wenn wir wissen, wie es funktioniert und wie man es macht. Und dafür sind wir heute hier zusammen. Jetzt komme ich wieder zurück zu dem Wichtigsten überhaupt, nämlich zu Gott selber. Ich finde, Gott ist der Wichtigste. Gibt's dir auch so? Also einfach der Allerwichtigste. Es ist so. Und deswegen würde ich gern mit uns allen mal einen Blick auf Gott werfen. Und Meditation ist nicht erst seit 6000 Jahren hier auf der Erde, sondern von Ewigkeit her bestimmt Meditation das Geschehen im Thronsaal des Universums bei Gott. Gott selber praktiziert Meditation. Und aus seiner Meditation heraus, aus dem Überlegen und Fokussieren seiner Gedanken auf bestimmte wichtige, zentrale Dinge, entstehen seine Pläne hier auf der Erde. Ich weiß nicht, ob du weißt, und du am Livestream, ich weiß nicht, ob du weißt, dass du ein Ergebnis der Meditation von Gott, dem Vater, bist, bevor er dich auf dem Reißbrett im Architekturbüro des Himmels entworfen hat und designt hat und gesagt, dich will ich auf der Erde haben. Genau in dem Jahrhundert, in der Zeit, in dem Städtle, in dem Dörfle, im Schwabeländle oder wo immer du bist. Gott hat dich geplant, geschaffen, gemacht mit einem großen Ziel. Und dieses Ziel und dieser Plan Gottes entspringt seiner Meditation. Das möchte ich uns mal gerne zeigen. Es ist einer der Verse, den ich über alle Maßen liebe und den wir alle ganz gut kennen hier im Gospelforum, aber den wir heute mal untersuchen wollen in Bezug auf das, was Gott an Meditation tut. Wir gehen in den Propheten Jeremia und schauen uns mal an den 29. Vers, 29. Kapitel und den 11. Vers und lesen das mal zusammen, diesen Vers, den wir so gut kennen. Und da sagt Gott selber, ich kenne die Gedanken, die ich, Gott, über euch hier auf der Erde denke. Ich kenne, ich weiß, was ich über euch meditiere, worauf ich mein Bewusstsein richte, was für mein Denken zentral ist, wohin ich meine bewussten Gedanken hin steuere. Ich weiß ganz genau, was ich denke und was ich damit vorhabe, sagt Gott. Ich weiß, worüber ich meditiere bei Tag und bei Nacht, sagt Gott. Und jetzt guck mal, worüber er meditiert. Da kommt wieder dieses Wort. Ich denke
Gedanken des Friedens. Wenn ich im Thronsaal Gottes auf dem Thron meditiere und nachsinne und meine Gedanken fokussiere, denke ich daran, dass du auf der Erde Frieden haben sollst. Im Hebräischen heißt das Wort Shalom. Und Shalom bedeutet die volle Fülle des ganzen Heils von Gott. Gott sitzt auf dem Thron des Universums, er meditiert und schmiedet beim Meditieren Pläne. Und er sagt, ich kenne genau die meditativen Gedanken, die ich denke, worüber ich nachsinne, worauf ich ganz bewusst mein Denken lenke. Das seid ihr, das bist du und dass du Frieden hast. Shalom. Ihr Lieben, das hat mich berührt. Gott, den Vater auf dem Thron zu sehen, die wunderbarste Person des ganzen Universums. Und er meditiert, er sinnt nach, er steuert sein Bewusstsein und sein Denken auf etwas ganz Zentrales, Meditation, auf den Mittelpunkt, auf das Zentrum. Und das bist du. Und er sagt, ich kenne die Gedanken, ich weiß, worüber ich meditiere, dass du Frieden haben sollst. Und heute Morgen sagt dir der Vater im Himmel, ich habe Frieden für dein Leben und deine Situation beschlossen. Es sind meine Gedanken, aus denen heraus alle Pläne entstehen. Es ist mein Meditieren, aus dem heraus die großen Dinge auf der Erde freigesetzt werden. Shalom für dich. Vielleicht können wir ein Amen dazu sagen. Boah. Und dann sagt er noch was. Ich kenne auch die Gedanken, dass sie nicht zum Unheil sind. So, Gott plant nie Unheil über deinem Leben. Nie, never, ever. Das ist nicht, worüber er meditiert. Das ist nicht, worauf er seine Gedanken richtet. Das ist nicht das Zentrum dessen, worum sich sein Denken dreht und worüber er nachsinnt. Nein, es ist nicht zum Unheil. Mit anderen Worten, er denkt die ganze Zeit darüber nach, wie kann ich dir Heil bringen, dich heil machen, dir Gutes tun. Das ist, was er meditiert auf dem Thron. Und dann steht hier, wozu? Ihr wisst, Meditation hat ein Ziel. Und hier steht, das ist das Ziel, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Gott plant schon jetzt in seinem meditativen Nachsinnen und Denken für dich deine Zukunft. Er hat jetzt schon die guten Werke vorbereitet, in denen du und ich, in denen wir als Gospelforum, in denen wir als Kirche in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in denen wir wandeln sollen. Er hat eine Zukunft für uns. Ihr Lieben, Gott hat eine Zukunft in der Pandemie. Gott hat eine Zukunft in deiner Krankheit. Gott plant schon deine Zukunft, auch wenn es geschäftlich nicht so gut läuft. Wenn du sitzen geblieben bist in der Schule, Gott hat schon Gedanken für eine gute Zukunft für dich. Vielleicht können wir ihm mal einen richtig mächtigen Applaus heute geben. Und ich liebe ihn. Ich versuche ihn mir vorzustellen. Er sitzt auf dem Thron. Ja, so irgendwie ein bisschen, vielleicht sogar die Falten in der Stirn. Oh, ich denke nach. Ich denke nach. Shalom über meinem Volk, über den Menschen auf der Erde. Und eine Zukunft. Es gibt eine Zukunft, auch nach Corona. Halleluja, von Gott. Und darüber denkt Gott nach. Freunde, das ist so wichtig. Brüdern und Schwestern, so wichtig, dass wir wissen, was Gott tut. Er denkt nach. Und dann ein letztes noch. Nicht nur Zukunft zu geben, sondern Hoffnung. Ich liebe ja das griechische Wort für Hoffnung in der Bibel. Das griechische Wort Elpis, das der Paulus so oft benutzt, das heißt nicht, oh, eine Hoffnung, vielleicht kommt mal irgendwas Gutes in der Zukunft, sondern Elpis, Hoffnung, heißt eine berechtigte, positive Erwartung. Hoffnung heißt eigentlich Erwartung, dass was Positives, Tolles, Megamäßiges passiert. Das ist Hoffnung. Und Gott sagt, ich denke darüber nach, was du für eine positive Zukunftserwartung in deinem Leben, dass was Tolles von Gott her passiert, dass du das haben kannst in deinem Leben.
Ich liebe das. Das ist unser Gott. Hey, wir haben den Besten und auch den Einzigen auf der ganzen Welt. Vielleicht geben wir ihm nochmal einen richtig, richtig mächtigen Applaus. So, Gott ist der Erfinder der Meditation. Gott meditiert. Und jetzt wissen wir auch, was er meditiert und mit welchem Ziel er meditiert. Und es hat ganz viel mit dir zu tun. Seine Gedanken, sein Bewusstsein ist auf dich gerichtet. Auf die Situation übrigens, in der du gerade steckst. Mit deinen Kindern, mit deiner Not vielleicht, mit deinen Erfolgen und mit deinen Siegen. Seine Augen sind auf dich gerichtet. Sein Denken ist auf dich fokussiert. Und auch auf dich am Livestream. Irgendjemand wird gerade getoucht von Gott mit seinem mächtigen Arm. Sag, glaub mir doch mal endlich, dass ich gute Gedanken für dich habe. So, wir wollen ja lernen, wie man richtig meditiert. Und jetzt möchte ich uns einen weiteren Punkt kurz sagen, der ganz wichtig ist für deine Zukunft, für meine. An ganz vielen Stellen der Bibel redet Gott zu Menschen über die Notwendigkeit und die Wichtigkeit, dass sie auch meditieren. Dass sie ihr Denken fokussieren, dass sie ihre Gedanken auf das Zentrale, auf den Mittelpunkt, auf das Zentrum richten. Denk mal dran, als Mose gestorben war, dieser große Mann Gottes, der das Volk Gottes aus der Gefangenschaft rausgeführt hat, und dann war er gestorben. Und das Erste, was wir im nächsten Buch lesen, im Buch Josua, ist, dass Gott redet. Und Gott redet zu dem Nachfolger von Mose, nämlich zu Josua. Und das Nächste, was wir von Gott hören, schon gleich im 8. Vers vom 1. Kapitel, das sagt Gott, du sollst über mein Wort sprechen, es bekennen, in deinem Munde führen. Und du sollst über das, was ich zu sagen habe, über meine Worte, über mein Buch, über meine Bibel, du sollst darüber nachdenken, meditieren bei Tag und bei Nacht. Und wenn du das tust und dann das Volk dementsprechend lehrst und darüber redest, dass die das auch tun, dann wirst du ins verheißene Land kommen und jetzt pass auf, und du wirst Erfolg haben in allem, was du unternimmst und du wirst zum Ziel kommen. Und mir war so, als wenn Gott heute Morgen zu dir redet, auch am Livestream. Wenn wir das lernen, was Josua von Gott beigebracht bekommen hat, dann wirst du zum Ziel kommen und Erfolg bekommen in allem, was du anpackst, denn Gott wird mit dir sein. Und es hat zu tun mit Meditation, mit göttlicher, inspirierter Meditation. Das Gleiche findest du bei Paulus im Neuen Testament. Wir kennen diese weltberühmte Stelle, 1. Timotheus 4, Vers 12 bis 16, wo dieser erfahrene Apostel Paulus seinem jungen Freund Timotheus erklärt, was in der Gemeindearbeit und im persönlichen Leben, im familiären Leben, in seinem Sexualleben, in seinem geistlichen Leben, was da wichtig ist. Er sagt, bleib im Wort und im Gebet und führe ein reines Leben und so weiter und so fort. Achte drauf, dass du in deinen Charismen lebst, die durch die Handauflegung der Ältestenschaft in dir freigesetzt worden sind. Und ihr Lieben, hier sind so viele, Tausende mit dem Livestream. Die haben Worte von Gott bekommen und Gott sagt dir auch, lebe in den Worten, in den prophetischen Worten, wo unter Handauflegung über deinem Leben ausgesprochen sind. So, und jetzt sagt der Apostel Paulus zu Timotheus, und jetzt, mit all diesen Wahrheiten, die ich dir jetzt gesagt habe, jetzt bedenke dies. Oder sinne darüber nach. Oder trainiere sie, übe sie in deinem Denken ein. Dass sie sich verfestigen in deinem Herzen. Denke darüber nach, dass du ein reines Leben führst. Was du mit deinem Geld tust. Wie du mit dem Wort Gottes umgehst. Wie du mit deinen Brüdern und Schwestern umgehst. Wie du mit prophetischen Worten von Gott in deinem Leben umgehst. Sinne darüber nach. Übe sie ein. Indem du dein Denken darauf fokussierst. Meditation. Und dann vielleicht noch ein Beispiel, weil ich es so liebe. Ein drittes Beispiel. Es gibt einen Psalm im Alten Testament. Es ist der längste Psalm aller Zeiten im Alten Testament. Und ich liebe ihn. Wahrscheinlich ist er von David geschrieben. Wahrscheinlich. Und er hat
sage und schreibe 176 Verse. Das ist richtig lang, seitenlang in deiner Bibel. Also um diesen einen Psalm zu lesen, brauchst du richtig, wenn du so langsam liest wie ich, brauchst du richtig Zeit. Und wenn du dann das tust, was ich getan habe, dann brauchst du richtig Stunden und Tage Zeit, ihn zu lesen. Und ich würde dir nämlich jetzt gerne eine Hausaufgabe geben. Finde diesen längsten aller Psalmen in der Bibel, 119, ja, 119, 119. Lies ihn dir durch, 176 Verse. Und schau mal, wie oft in diesem Psalm David oder wer es auch immer geschrieben hat, schreibt, ich sinne über dein Wort nach. Ich denke über das, was du sagst, Gott, die ganze Zeit nach. Ich beschäftige mich in meinem Bewusstsein, in meinen Gedanken, die ganze Zeit mit dem, was du gesprochen hast und was geschrieben steht in deinem Wort. Jetzt musst du mal gucken. So alle 10, 15, 20 Verse, boom, haut der David wieder einen raus. Oh, wie gerne sinne ich nach über dein Wort. Bei Tag und bei Nacht ist mir dein Wort mein Nachdenken. Ich meditiere über die, oh, ich freue mich an deinem Wort. Und dann hast du auch dann gleich die Folgen, die Konsequenzen beschrieben, wie das Nachsinnen, das Meditieren über das, was Gott sagt, deine Seele beglückt und freisetzt. Ich liebe es. So, wir haben drei fantastische Beispiele. Josua, Paulus, Timotheus, und wir haben den Psalm 119. Und wenn du dir das nochmal daheim durchliest, es wird dich so bereichern und beglücken. Und jetzt wollen wir mal reinschauen, was Gott sagt, was genau wir aus diesem Wort alles meditieren sollen. Worauf du in deinem Bewusstsein ganz bewusst dein Denken aktiv ausrichten und fokussieren sollst. Wenn du mal reinschaust, Psalm 48, Vers 10. Da heißt es, und ich sinne nach über die Güte und die Gnade Gottes, die er zu mir hat. Du sollst oder über Gottes Güte und Gnade zu dir nachdenken. Du darfst auch über andere nachdenken, aber zuallererst, wie gütig Gott zu dir ist. Er mag dich. Du bist sein Schnuckiputzi. Du bist sein Darling. Sag über deinem Leben, dass die Güte von Gott jeden Morgen für dich neu da ist. Wenn du morgens aufstehst, ist Gott schon lange wach, weil der schläft und schlummert nicht, steht in der Bibel drin. Der ist die ganze Nacht wach und passt auf dich auf. Und wenn du morgens aufstehst und die Sonne aufgeht oder auch die Wolken am Himmel sind, ist Gottes Güte schon für dich da. Du kannst der Güte Gottes nicht entfliehen. Herzlichen Glückwunsch. Darüber sollst du nachdenken, okay? Über das Gute Gottes. Jetzt was ganz anderes. Psalm 73 habe ich was gefunden, das hat mich sehr inspiriert. Da ist ein Mann, der heißt Asaf. Ein ganz berühmter, ja, so ein heiliger Worshipper, ja? Sagen wir mal so. Und jetzt hat er da jemand gesehen, einen gottlosen Menschen. Und diesem gottlosen Menschen ist alles so locker vom Hocker von der Hand gegangen. Der hat wahnsinnig viel Geld, der strotzt vor Gesundheit, hat ein Haus mit Swimmingpool, Frau, viele Kinder, 15 Mätressen, Geld wie Heu auf dem Bankkonto, ein Ferienhaus auf Ibiza, alles, muss man nachlesen, so ähnlich steht's geschrieben. Jaguar habe ich noch vergessen und Porsche natürlich. Und in Stuttgart, wenn er hier gewohnt hätte, natürlich auch noch ein Mercedes. Und alles, Wahnsinn, alles gelingt dem. Und das ist wie wir würden sagen, der hat eine Glückssträhne. Und die Glückssträhne hört überhaupt nicht auf. Und du, der Asaf, dem ging es gerade nicht so gut. Ja, der war etwas inkommodiert. Er fühlte sich deplatziert, er fühlte sich nicht so gesegnet, er fühlte sich irgendwie, naja, wie du dich mal fühlst, wenn es dir gerade nicht so gut geht. So fühlte sich Asaf. Und dann plätschert dieser Psalm so vor sich hin, muss man lesen, ja, Psalm 73, so ein kleiner Tipp für Insider. Dann plätschert der Psalm vor sich hin bis zum 16. Vers, plätschert der, plätscher, plätscher, plätscher. Und dann kommt der 16. Vers.
Und dann steht, bis, also das alles hat er dann meditiert, sagt, ach, wie es denen gut geht, vielleicht ist doch besser, gottlos zu leben und so weiter. Und plötzlich, bis ich in den Tempel ging, also in das Haus Gottes, heute würde man sagen in die Church, und plötzlich im Haus Gottes ging mir ein Kronleuchter auf. Da fing ich nämlich nachzudenken an, ich fing an, im Haus von Gott zu meditieren, mein Denken, mein Bewusstsein auszurichten auf Gott und auf das, was er sagt. Genau das tun wir jeden Sonntag, wenn wir hier zusammenkommen, auch am Livestream. Wir fokussieren unser Denken wieder ganz neu auf Gott. Stimmt's? Das ist, was wir machen. Deswegen kommen wir her. Wir fokussieren unser Bewusstsein auf die wunderbarste Persönlichkeit des gesamten Universums. Und das tun wir so gerne. Das lieben wir. Und er sagt, Vers 16, und dann mitten im Tempel, während ich mein Bewusstsein ausrichtete und nachsann, kam es mir plötzlich. Der Gottlose, über den er sich so geärgert hat, der wird irgendwann mal sterben. Sein Leben wird ja irgendwann mal zu Ende sein. Und wenn ein Mensch gottlos stirbt, geht er auf ewig verloren. Dann ist all der Reichtum, die Schönheit dieses Lebens dahin. Aber wohl dem, der zu Lebzeiten Gott nachfolgt, denn auf den warten Milliarden mal Milliarden Jahre der Herrlichkeit bei Gott. Wollen wir dem Herrn mal richtig einen Applaus geben, ja? Das kam ihm in den Sinn. Und das merkt ihr plötzlich, du kannst über die Güte Gottes nachsinnen, aber manchmal musst du auch über andere Dinge nachdenken, aber immer im Lichte Gottes und immer in seiner Gegenwart. Deswegen ist das Haus Gottes, du bist selber auch so ein Haus Gottes, wo die Gegenwart Gottes ist, so wichtig für dein Leben. So, und jetzt muss ich uns noch zu einem anderen Psalm führen, weil der hat mich richtig erwischt. Und wenn du alles vergisst heute, was ich bis jetzt gesagt habe, diesen Psalm solltest du nicht vergessen, weil er zeigt uns ein paar Schlüssel für funktionierende und vor allem erfolgreiche Meditation, wie du dein Bewusstsein ausrichten kannst, ich meine ganz praktisch. Und dieser 77. Psalm ist ganz einfach, 7, 7 sind zweimal die 7, zweimal die göttliche Zahl, das kannst du dir gut merken. Daheim liest es dir, nicht jetzt, daheim liest es dir durch. Ich erzähle euch mal ganz kurz, was dem Psalmisten, in der Stelle ist es auch der Asaf, wie es dem ergangen ist. Ich habe es mal rausgeschrieben. Seine innere und äußere Befindlichkeit. Also zunächst mal hatte er riesiges Verlangen nach der Nähe von Gott. Genauso wie du wahrscheinlich, weil du heute Morgen hier bist oder am Livestream. Aber irgendwie ging es ihm nicht gut. Er hatte einen Tag der Bedrängnis. Irgendwas war in sein Leben reingekommen, eine Unpässlichkeit, etwas, was ihm große Not bereitet hat. Vielleicht wie einigen hier heute Morgen. Und dann musst du besonders gut aufpassen. Und jetzt steht drittens hier, er konnte nicht schlafen nachts. Er war von Schlaflosigkeit geplagt. Später siehst du, dass sogar Gott dafür gesorgt hat, dass er jetzt nicht einschläft, sondern dass er sein Denken auf Gott fokussiert. Das ist ganz wichtig. Das vierte, er fing dann an, in seinem Bett voller Schlaflosigkeit zu Gott zu flehen und zu beten, aber irgendwie schien es, als wenn das Gebet nur zur Decke geht und bei Gott durchkommt. Ich bin ganz sicher, dass ganz viele hier sind, die das schon erlebt haben. Ja, sie beten und es scheint so zu sein, als wenn das Gebet nur bis zur Decke geht, sprichwörtlich gesprochen, weil Gott ist ja in dir drin. Er braucht ja nicht bis zur Decke gehen. Gott hört ja in dir drin selber. Der Heilige Geist ist ja in dir. Christus ist in dir. Es muss gar nicht zur Decke gehen. Schon sehr beruhigend, oder? So weit hier im Gospelforum. 10 Meter hoch bis zur Decke ist ja riesenweit. Ist doch viel einfacher, wenn es direkt hier im Herzen gehört wird. Weil der Heilige Geist da drin wohnt. So, aber er fühlt es sich so. Und das fünfte, was gesagt hat, er fand nirgendwo Trost. Ein herber Zustand, ja? Kein Trost zu finden. Sechstens, die Seele war total schlecht drauf. Er hatte sowas fast wie Depressionen. Siebtens, er fühlte, wie seelische innere Unruhestände in ihm hochstiegen. Kennt das jemand? Du musst deine Hand nicht zeigen. Kennt das jemand?
dass in der Seele Unruhe sich manifestiert. Jeder kennt es schon. Und achten, es ist hochpsychologisch sehr spannend, was dann steht, es fehlten ihm sogar die Worte, das auszudrücken, wie es ihm ging. Er konnte nicht mehr beten. Und die Bibel sagt, er schwieg, er verstummte. Er hatte nicht einmal mehr Kraft, Worte zu sprechen. So, das war der Zustand. Und vielleicht zusammengefasst kann man sagen, das geistliche Leben von ihm fühlte sich für ihn total zäh an. Das ist die Beschreibung in den ersten Versen vom Psalm 77 von dem Asaf. Ich könnte mir vorstellen, dass einigen es ähnlich so geht. Und jetzt kommt in diesem 77. Psalm plötzlich ab dem 8. Vers vier Schlüssel, die ich uns gerne zeigen will, wie dieser Asaf in die Meditation reingefunden hat. Vielleicht können wir uns das mal zusammen anschauen. Schlüssel Nummer 1. Er fängt an, kannst daheim mal nachlesen, ab dem 8. Vers, er fängt an, Gott Fragen zu stellen. Ja, Gott, hast du mich vielleicht vergessen? Ich bin so alleine, magst du mich nimmer? Du darfst Gott Fragen stellen, ob er dich noch mag. Weil wenn du nicht fragst, kriegst du keine Antwort. Und ein erster Schlüssel in tiefe Meditation reinzukommen ist, indem wir Gott Fragen stellen, die uns beschäftigen. Hat mein Leben noch eine Zukunft? Kannst du meine Ehe retten? Werden meine Kinder zum Glauben zurückfinden? Werde ich diese Krise, diese Pandemie überleben? Bist du immer noch bei mir? Bist du immer noch mein Freund? Magst du mich überhaupt noch? Und es ist so gut, wenn wir Gottes Wort kennen und die Antworten daraus erspüren können. Stimmt's? So gut. Also er stellt ganz, ganz viele Fragen, die kannst du dann mal lesen. Ja, auch richtig heiße Fragen sind da drunter. Zweiter Schlüssel, ganz spannend. Schlüssel Nummer 2. Es gibt einen zweiten Schlüssel. Und der zweite Schlüssel, der kommt ab dem 12. und 13. Vers. Und da passiert Folgendes. Viermal, guck mal her, weil es nicht an der Wand ist, viermal, 1, 2, 3, 4 Mal in 2 Versen, das ist schon beeindruckend, 4 Mal in 2 Versen sagt Asaf zu Gott, ich lege mich fest, ich will jetzt meditieren. Du stellst also erst deine Fragen an Gott, dann legst du dich fest und sagst, ich will meditieren, was Gott jetzt über meine Fragen denkt und sagt. Ich will bedenken, ich will meditieren, ich will mein Denken fokussieren auf das ausrichten, was Gott wohl auf meine Fragen antworten würde. Ihr Lieben, das ist ein Schlüssel, in tiefe Meditation reinzukommen. Drittens, ganz spannend. Gottes Wirken und seine Wunder in der Vergangenheit macht er sich dann bewusst. Also er überlegt, was ist Gottes Antwort? Und dann kommt er als dritten Schlüssel an den Punkt, wo er merkt, ich muss die Vergangenheit, wie Gott gewirkt hat in meinem Volk, in meinem Leben, in meiner Familie, was er Gutes getan hat, ich muss das analysieren und mir vor Augen malen. Gottes Wirken, wunderwirkende Kraft in der Vergangenheit, meditieren, darüber nachdenken. Was hat Gott in der Vergangenheit getan? Weil das wird er in der Gegenwart und in der Zukunft für mich auch tun, weil er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Dritter Schlüssel, ganz, ganz wichtig. Du meditierst die Fragen, was sagt Gott mir? Und drittens, du gehst zurück in die Vergangenheit und schaust, was hat Gott mir Gutes getan? Er hat mir eine tolle Frau, einen tollen Mann geschenkt, Kinder. Er hat mir eine tolle Gemeinde geschenkt. Ich bin in Deutschland aufgewachsen oder hierher gezogen. In einem der wunderbarsten Länder der ganzen Welt darf ich leben oder am Livestream sein. Danke für den Livestream. Danke, dass ich lebe. Ich könnte auch schon lange tot sein. Danke, dass ich atmen kann. Danke für den schönen Tag. Danke für jeden schönen Tag meines Lebens. Neben all den schweren Tagen gab es so viele gute Tage. Stimmt's? Dass ich geboren bin. Dass ich eine Mama habe, die mich geboren hat. Danke, danke, danke. Und plötzlich wird dein Denken fokussiert auf die Größe Gottes.
auf seine Allmacht, auf seine Fähigkeit. Und dein Bewusstsein, das Level deines Denkens kommt auf eine ganz, ganz andere Ebene. Das ist richtig powerful. Ich liebe es. Und viertens und letztens, der vierte Schlüssel. Seine Worte, seine Treue und seine Zuverlässigkeit wird jetzt meditiert, muss man lesen. Und sagt, und jetzt meditiere ich, wenn ich alles zusammenfasse, deine Antworten auf meine Fragen, das, was du in der Vergangenheit getan hast, wenn ich das alles analysiere, dann preise ich Gott und seine Treue und seine Zuverlässigkeit, den Gott der Wunder, der in meinem Volk, in meinem persönlichen Leben, in meiner Familie so viel Gutes schon getan hat. Ich preise ihn und hole damit seine Gegenwart in mein Bewusstsein hinein. Und dann kommt der Punkt, wo du ihn plötzlich fühlen kannst. So endet dann der letzte Vers dieses Psalms. Sagt, boah, du bist so ein toller Gott, ja, in meinem Volk und so weiter. Du musst mal gucken, du kommst auf einen neuen Level des Bewusstseins, der Präsenz und der Gegenwart Gottes durch richtige, stufenweise Annäherung meditativ an unseren Herrn und an seine Wahrheit. So, ich komme schon zum Schluss. Wie oft und wie lange sollen wir meditieren und wann sollen wir meditieren? Gibt es da Hinweise in der Bibel? Ganz viele. Ich nenne nur nochmal den Josua, Kapitel 1, Vers 8. Da sagt der Herr zu ihm, du sollst über mein Wort nachsinnen, meditieren, über das, was ich zu sagen habe, über das, wie ich fühle und denke und wie ich bin. Du sollst darüber nachdenken bei Tag und, ich wusste es nochmal, bei Tag und bei Nacht, am Morgen und am Abend. Ihr Lieben, wir machen es praktisch hier im Gospelforum. Wenn du auf der Toilette bist, dann kannst du über Gott meditieren. Die Bibel sagt, Türe zu und dann hast Ruhe. So steht's in meiner Bibel, so ähnlich, ja? Wenn du meditierst und betest und mit Gott redest, Türe zu und dann hast du Ruhe. So ähnlich steht's in meiner Bibel drin. Und bei der Toilette ist es genau das Gleiche. Türe zu und du hast deine Ruhe. Ich weiß noch, ich war in der Ausbildung als medizinisch-technischer Radiologieassistent in einem radionukliden Labor. Und dann gab's dort eine Dunkelkammer. Und wisst ihr, was das Besondere an einer Dunkelkammer ist? Die ist stockfinster. Nur ein winziges rotes Lichtle. Und ich musste immer warten damals auf die Entwicklung der Röntgenbilder und auf alle möglichen Dinge. Und dann warst du 2, 3, 4 Minuten in der totalen Dunkelheit. Und wisst ihr was? Mitten in dieser Dunkelheit war das herrliche Licht Gottes. Ich habe meditiert über seine Größe, über sein Licht, über seine Liebe zu mir, über seine Energie. Wenn ich gleich rausgehe zu den Patienten, wieder Blut abzapfe, hätte beinahe absaugen, ja, aber Blut abnehme, ja, dass ich die Vene treffe in Jesu Namen und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, wie das ist. Und ich kam raus und ich war wieder energetisiert mit der Gegenwart, der Liebe, der Kraft, der Motivation von Gott. Weil mein Bewusstsein war fokussiert, ausgerichtet auf den König der Könige und den Herrn der Herren. Und jetzt gibt's ein letztes, ihr Lieben. Ich nenne es das Nonplusultra von dem, was Gott uns über Meditation in seinem Wort sagt, besonders im Neuen Testament. Es gibt nichts Vergleichbares. Es ist der absolut, für mich der absolute Höhepunkt auch einer Bewusstseinserweiterung im Raum des Geistes, wie du sie durch nichts anderes bekommst. Wir haben gehört über Nachsinnen, dein Denken fokussieren, ausrichten auf das Zentrum, auf das, was wirklich wichtig ist, auf Gott, auf sein Wort, auf die Dinge des Reiches Gottes. Aber da gibt's noch etwas. Während du das tust daheim, Türe zu, dann hast du Ruhe. Ja, denk dran. Türe zu und dann hast du Ruhe. Die brauchst du. Handy weg. Handy, keine Mandy, keine Sandy, kein Randy. Nix. Türe zu und dann hast du Ruhe. Bist du bei ihm ganz alleine. Und dann richtest du dein Denken, fokussierst du dein Bewusstsein auf das Zentrum, auf den Herrn. Aber es gibt etwas, was diesen Meditationsprozess in unfassbarer Weise verstärkt. Gott hat dir nämlich, während dein Denken auf ihn fokussiert ist, noch etwas gegeben, was bis dahin still war. Und das ist dein Mund. Deine Zunge. Und ich nenne es das Meditieren Plus. Das Nonplusultra. Das ist, wenn du zum Meditieren anfängst, in der geheimen Gebetssprache mit Gott zu reden.
Und ich erkläre dir kurz, was passiert. Während du deine Gedanken, deinen Verstand ausrichtest auf Gott und in Zungen redest, in der geheimen Gebetssprache, ist dein Verstand fruchtleer, sagt die Bibel. Du kannst in Zungen reden, ohne dann nachdenken zu müssen. Dein Denken ist fokussiert auf Gott. Und jetzt fängst du an, in neuen Sprachen zu reden und zu beten. Was passiert? Der Heilige Geist in dir, in diesem Augenblick, wo du in neuen Sprachen reden willst, der hört es. Sagt der Peter will in dieser geheimen Gebetssprache sprechen. Dazu braucht er mich, den Heiligen Geist. Und sofort wird der Heilige Geist in meinem Geist da innen drin Worte inspirieren. Vokale, Konsonanten, Worte, Sätze. Und dann spreche ich diese Sätze aus, diese Worte aus, diese Gebete, die der Heilige Geist inspiriert. Und meine Gedanken sind fokussiert, meditativ auf Gott und auf das Zentrum ausgerichtet. Jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Der Heilige Geist in dir ist permanent aktiv, während du in neuen Sprachen betest und redest. Er inspiriert permanent deinen Geist mit den Worten von Gott. Das heißt, dein Leben wird von Minute zu Minute in der Stille, während deine Gedanken auf Gott ausgerichtet sind, auf das, was er sagt, während du ihm Fragen stellst, während du über ihn nachdenkst, über Fragen ihm stellst, durchdringt der Heilige Geist in dir dein Denken, dein Fühlen. Dein Bewusstsein wird durchdrungen von dem Wirken und Reden des Heiligen Geistes in dir. Und plötzlich, in diesem Bewusstseinszustand kommen die Gedanken Gottes in dich hinein. Plötzlich kommt die Sicherheit Gottes in Bezug auf bestimmte Dinge in dein Herz hinein. Plötzlich kommt Erkenntnis und Erleuchtung in dich hinein. Plötzlich ist es wie, boom, der Kronleuchter geht an und du weißt die Lösung auf Fragen, die bis jetzt nicht gelöst waren. Plötzlich spürst du Kraft, wo vorher noch Kraftlosigkeit war. Plötzlich kommt Kühnheit, wo noch Angst eben da war. Weil es wird alles durchdrungen durch den Heiligen Geist, der ja in dir wirkt, weil du in neuen Sprachen redest. Und er muss dich ja inspirieren. Das ist ja die Sprache, die Gott in dir wirkt. Er gibt dir ja auszusprechen. Und deine Gedanken sind ausgerichtet auf Gott, auf seine Fragen, auf das, was ihm wichtig ist. Und ihr Lieben, das zusammen ist der höchste Level an Motivation und Meditation zum Bewusstsein Gott gegenüber, den ich persönlich in meinem Leben kennengelernt habe. Und es sind unfassbare Erlebnisse, die du machst. Bis rein in den physischen Raum. Bis sich der Raum des Geistes öffnet. Wunder geschehen in deinem eigenen Leben. Du kommst raus aus diesen Zeiten, wo du über Gott meditierst und Probleme sind gelöst. Andere Menschen sagen, hey, hast du für mich gebetet? Sag ich, nein, ich habe nur über dich nachgedacht. Gott sendet seine Kraft und setzt sie frei. Ihr Lieben, es gibt ein Level an Bewusstsein, an Offenbarung von Gott. Ein Level an Mediation. Es gibt ein Level, den du und ich, den wir alle zusammen als Volk Gottes in diesen Tagen brauchen. Und Gott möchte dich heute herausfordern, begeistern, motivieren. Und ich möchte uns einladen, dass wir zusammen aufstehen, dass wir was zusammen tun. Wir haben gehört, Türe zu, na ich ruhe. Jetzt hier drin sind viele, viele Menschen. Auch am Livestream vielleicht bist du nicht allein. Aber du kannst eine Tür jetzt zumachen, die ich vielleicht ablenken würde. Und das sind deine Augen. Ja, wenn du die Augen mal kurz schließen willst, das darfst du gerne freiwillig tun, wenn du das möchtest, schließ doch einfach mal die Tür zu, die dich mit visuellem Kontakt nach außen gerade verbunden hat. Schließ mal deine Augen, wenn du möchtest. Und dann, wenn du möchtest, leg doch deine Hand auf dein Herz. Manchmal ist es gut, dass wir Dinge berühren, dass da ein Touch ist. Manche tun das, wenn die Nationalhymne gesungen wird. Ja. Aber auch diese Berührung des Herzens. Und jetzt gehst du mit deinen Gedanken, lass es uns alle zusammen tun, zum Vater im Himmel, der auf dem Thron sitzt. Zu Jesus, zu seiner Rechten sitzen. Das Zepter der Gerechtigkeit in seiner Hand. Und jetzt kommt der Heilige Geist in dich hinein.
ganz neu, ganz frisch stimuliert er die Präsenz des Reiches Gottes in deinem Leben. Die Liebe des Vaters wird neu ausgegossen in dein Herz. Das Bewusstsein seiner Gegenwart in dir ist da. Und wenn du jetzt möchtest, und wenn du getauft bist im Heiligen Geist, fang doch an, in dieser Gebetssprache des Heiligen Geistes zu beten. Du musst nicht laut sein, einfach in deinem Herzen. Und der Heilige Geist kommt und erfüllt die Aura um dich herum, erfüllt dein Herz, erfüllt die ganze Halle hier, erfüllt den Livestream. Seine mächtige Präsenz ist hier. Seine Wellen, seine Radarwellen kommen und erweitern dein Bewusstsein für die Dinge des Reiches Gottes, für die unsichtbare Welt des Geistes von unserem Gott. Ihr wisst ja, bei uns hier ist eine Predigt nicht einfach ein nice Talk, sondern es ist Training. Da haben wir gesagt, ja, Sonntagmorgen ist Training. Wir trainieren uns gegenseitig. Wir haben eben was erlebt. Pass mal auf. Dein Denken, dein Bewusstsein ist fokussiert auf das Zentrum, auf die Mitte. Ganz bewusst tust du das. Deine Stimme, dein Mund, redet die Worte, die der Geist Gottes dir eingibt. Und jetzt haben wir hier noch was erlebt und das kannst du daheim auch tun. Dazu kommt himmlische Musik. Daheim kannst du deinen CD-Player oder andere Dinge anmachen. Wie heißt das Ding? Ein iPod, iPad, alles was es gibt und die verschiedenen Networks, wo du Musik runterladen kannst. Du kannst Spotify, was das Zeug hält. Danke. Und himmlische Musik kommt in dein Zimmer. Und jetzt überleg mal, was das bedeutet. Tür zu, Ruhe, himmlische Musik kommt in dein Ohr rein, Heiliger Geist, Worte und Sätze kommen aus deinem Munde raus und dein ganzes Denken wird gefüllt mit der Fokussierung auf Gott, auf sein Wort, auf seine Gedanken, das, was ihm wichtig ist, wie er über mich denkt, wie er über die Welt denkt, wie er über meine Feinde denkt, wie er über die Church denkt, wie er über meine Nachbarn denkt, wie er, was weiß ich, setz ein, was dich beschäftigt. Und der Himmel kommt zu dir, dein Bewusstsein wird gefüllt mit der Präsenz des allmächtigen Gottes. Kannst du dir vorstellen, was für eine Bewusstseinserweiterung
alle Menschen, die meditieren in dieser Welt, ob im Buddhismus oder Hinduismus oder in östlichen Religionen oder in der Esoterik, alle würden sich das wünschen, was du mit der Hilfe des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes und mit Meditation, mit Fokussierung auf das Zentrum erreichen kannst. Vielleicht möchtest du nochmal deine Hände heben, wenn du möchtest. Ich würde uns gerne noch alles segnen. Hier ist so eine Kraft im Raum. Ich hoffe, ihr könnt das auch alles spüren am Livestream. Das ist so eine Power von Gott. Und Gott möchte dein Denken erweitern heute und dir helfen, in eine himmlische Form von Meditation reinzufinden. Und Heiliger Geist, wir spüren so stark deine herrliche Gegenwart, deine mächtige Kraft. Du fließt wie ein mächtiger Strom hier durch die Reihe. Du legst deine Hand auf jeden Einzelnen. Spürst sogar wie Feuer. Einige Menschen können hier Feuer spüren. Himmlische Energie und Kraft. Ich spüre auch wie Ketten brechen, die dich zurückgehalten haben, die dich hindern wollten, die Tür zuzumachen und alleine mit Gott zu sein. Ich segne dich jetzt mit der Kraft Gottes, mit der Freiheit, mit der Gnade deines Vaters im Himmel. Mit der himmlischen Energie von Jesus, der am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht. Ich segne dich mit Gottes Freiheit. Ich komme auch gegen jede Macht der Finsternis und erkläre, der Teufel ist unter den Füßen unseres Herrn Jesus Christus. Die mächtigen und gewaltigen der unsichtbaren finsteren Welt sind entwaffnet, entkleidet und öffentlich zur Schau gestellt. Und Jesus hat über sie in deinem Leben triumphiert und du bist frei. Die Ketten sind zerbrochen. Ich segne dich mit dem himmlischen Flair der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Ich segne dich heute Morgen mit seiner Reinheit. Ich segne dich mit der Reinheit unseres Königs, mit seinem Shalom, mit seiner heiligen Entschlossenheit, mit seinem Frieden in deinem Zuhause, in deinem Geschäft, in deiner Schule, in deinem Homeoffice, mit deinen Kindern. Ich segne deine Finanzen mit dem Shalom Gottes, mit der vollen Fülle seines Heils. Kemoshad, Elebed, Anhad, Odukom, Ehayicha, Shandel, Hey, Ada, Kem, Hey, Samam, Agusha, Lechmam, Hey, Hadeneike, Ishmato, Shokumam, Rachneninen, El, Hay, Gesmin, Rachtot, Orem, Hey, Hayakishama, Ranheli, Babom, Aikesama, Leshtina Akosa. Ihr Lieben, hier passieren ganz viele übernatürliche Dinge in diesem Augenblick. Die Kraft Gottes kommt auf dich. Dinge zerbrechen, die dich gelähmt haben. Freiheit kommt, Herrlichkeit von Gott zu dir. Die Liebe des himmlischen Vaters ist da. Der Raum des Geistes über dir ist geöffnet. Ich erkläre auch über Stuttgart, über Deutschland in diesem Augenblick Gottes Herrschaft und Gottes Heil und Gottes Gnade und Gottes Kraft. Auch über allen am Livestream. Die mächtige Hand Gottes kommt über dich, in Jesu Namen. Lechod, Amen, Apassa, empfang seine mächtige, mächtige Hand, die ausgestreckt ist für dich. Gottes sind hier so mächtig, 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 überall. Auch am Livestream, jetzt ist alles möglich, alles. Ich spüre, dass gottische Knoten, geistig gesprochen, gottische Knoten zerschlagen werden und plötzlich ist Freiheit da. Ganz viele Fesseln fallen gerade, ganz viele. Es geschieht nicht durch Menschen, es geschieht durch die Kraft des Geistes Gottes. Wenn du hier bist, hast einen besonderen Wunsch an den Vater im Himmel. Einen besonderen Wunsch an Gott. Sag's ihm doch gerade jetzt, wo du bist. Ihr Lieben, der Himmel ist so offen, sowas von offen. Alles, alles ist jetzt möglich. Ich spüre in meinem Herzen, wie Gott Weichen stellt in dem Leben von ganz vielen Menschen.
Weichen, wo er dich selber mit reinnimmt in seine Pläne für deine Zukunft. Das hat zu tun mit himmlischer Meditation, mit dem High Level, dem Nonplusultra spiritueller Meditation im Reich Gottes. Kayonash, Berlinachad, Gandush, Al-Elim, Hachdamimem, Kasunares, Ulukoshanai. Gott redet gerade zu einem Menschen, der die Sprache verstehen kann. Und da bricht etwas auf in deinem Herzen. Da wird jemand zu einem Apostel Christi berufen, gerade jetzt. Die Hand Gottes kommt, die Kraft Gottes kommt gerade über dich, ganz mächtig. Wenn du hier bist, mach doch gerade deine Berufung fest. Der Apostel Petrus hat gesagt, machet eure Berufung fest. Denn wenn ihr dieses tut und diese Dinge tut, werdet ihr niemals scheitern. So lass uns doch gerade unsere Berufung festmachen. Wo immer, wozu Gott dich berufen hat, wo er dich gebrauchen will, wohin er dich senden will. Gerade jetzt, wo du auch bist an deiner Arbeitsstelle, wo du wohnst, ja, mach fest. Herr, du kannst auf mich zählen. Ich will deine Hand wieder neu einschlagen, die Berufung festmachen. Danke, Herr, für diesen herrlichen Tag. Danke für Millionen deiner Engel, die jetzt da sind. Such doch unser ganzes Land heim mit deinem Revival Spirit. Lass ganz Deutschland gefüllt werden mit deiner herrlichen, transzendenten Power. Lass in jeder Stadt, in jedem Ort dein Feuer fallen. Lass es Pfingsten werden in Deutschland, überall im Norden und im Süden, im Westen, im Osten, in der Schweiz, in Österreich, in Europa. Streck du deinen mächtigen Arm aus für Zeichen und Wunder und machtvolle Taten. In dem Namen deines geliebten Sohnes Jesus Christus. Wenn du möchtest, streck doch jetzt in diesem Augenblick, gerade jetzt nochmal deine Hände ihm entgegen, wie eine Antenne. Ich spüre wie Kraft, wie Gott, da kommt eine nächste Welle von ihm. Kraft. Gott zahlt ganz neu, ganz frisch, ganz viel, auch am Livestream, unterschätzt das nicht. Seine Kraft kommt gerade zu dir, er liebt dich. Seine mächtige Hand kommt zu dir. Schau nicht mehr zurück. Es sind einige Menschen, die schauen immer wieder zurück. Das Alte ergreift sie wieder neu. Der Herr sagt heute zu dir, das hat was mit Meditation zu tun. Er sagt, schau auf mich, den Anfänger und den Vollender deines Glaubens. Und der Herr sagt, ich, der ich das gute Werk in deinem Leben begonnen habe, ich selber, der Herr des Himmels und der Erde, ich werde es vollenden. Gott wird das gute Werk vollenden, nicht du. Er selber vollendet es in dir. Es ist seine Kraft, die in deiner Schwachheit mächtig ist. Heilig, heilig bist du, Herr. Heilig, heilig, heilig.
miteinander für alle Kranken beten, auch am Livestream. Wenn du krank bist, Schmerzen hast, leg doch deine Hand, wenn es dir möglich ist, dahin. Wenn nicht, dann geh mit deinen Gedanken dorthin und geh zum Herrn. Sag, Herr, ich bring dir jetzt meine Krankheit. Und jetzt wird ganz, ganz viel passieren durch ein einfaches Intervenieren vom Vater im Himmel. Vater im Himmel, danke für deine heilende Hand, die jetzt überall wirkt. Und in dem Namen von Jesus, deinem Sohn, der am Kreuz alle Krankheiten getragen hat, alle Schmerzen getragen hat, sei die Macht der Schmerzen und der Krankheit jetzt gebrochen in deinem Namen. Und deine Herrlichkeit und deine Kraft sei freigesetzt. Überall auch Krebs schmilzt in deiner Hand wie Wachs. Ich kann sehen, wie eine Krebsgeschwulst schmilzt in der Hand Gottes wie Wachs und verschmolzen und weg. Schmerzen überall, verflüchtigt euch. Ich sehe vor allem ganz viele Gelenke werden berührt, sind wieder gängig. Auch Arthrose, Arthritis geht in Jesu mächtigem Namen. Und ganz viele Organe werden berührt heute Morgen, ganz viele innere Organe. Der Balsam Gottes fließt dahin. Ich sehe auch, wie eine Seele tief verwundet, ganz viele Schmerzen da drin geheilt werden. In der Gegenwart Gottes, vor seinem Angesicht ist die Freude in Fülle für dich. Lieblichkeiten von Gott und seiner Rechten für dich immer da. Danke, Vater, von Herzen. Die Berührung des Himmels für dich. Der Touch vom Himmel. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier im Gottesdienst oder auch am Livestream dabei. Vielleicht haben mein Eindruck war, als wenn eben gerade jemand erst gerade eben dazugeschaltet hat, dachte, wo bin ich da gelandet? Und aus dem Screen, ja, da kommt dir die Gegenwart Gottes entgegen. Das ist sein Feuer, es ist seine Präsenz, seine übernatürliche, transzendente Gegenwart. Und jetzt ruft Gott Menschen, komm zu mir, komm zu mir. Gott ruft Menschen heute in die Nachfolge. Gott ruft Menschen, junge und ältere, ihr Leben ihm zu weihen und ihr Herz für ihn zu öffnen. Denn er wartet schon lange auf dich. Er hat schon lange auf dich gewartet und heute ist sein Tag. Und ich möchte fragen, während unsere Augen geschlossen sind, wer ist hier heute Morgen im Raum zuerst, der sagt, ich möchte heute mein Leben Jesus weihen. Ich möchte, dass er der Herr meines Lebens ist. Ich möchte, dass er zu mir kommt und mein Leben erneuert, mir meine Schuld vergibt. Mein Leben in seine Hand nimmt. Wenn du das bist, streck ihm doch gerade jetzt, wo du bist, deine Hand weit aus, ganz nach oben, dass ich sie sehen kann. Und Gott sieht deine Hand überall, überall im Saal, auch hinten im Foyer. Und lass deine Hand kurz ausgestreckt. Ist noch jemand hier, der seine Hand noch nicht ausgestreckt hat? Dann tu das noch. Und jetzt spreche ich zu allen am Livestream. Wenn du hier bist und dein Leben war nicht in Übereinstimmung mit Gott, dann ist jetzt die größte Gelegenheit, die du vielleicht hattest in deinem Leben gekommen, dass auch du dein Leben Gott weißt. Wo du jetzt bist am Livestream, mach ihm, der dich sieht, in Gottes Himmel zu der Erde, mach ihm kund, dass du ihn möchtest in deinem Leben, dass du ihn brauchst und dass er dein Herr und König sein soll. Und jetzt sprechen wir dieses Gebet. Ich bitte es laut vor und wir können es alle zusammen gemeinsam dann nachsprechen. Wollen wir das tun? Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du mich lieb hast. Komm jetzt in mein Leben hinein. Sei mein Herr und mein Gott. Ich weihe dir mein Herz. Amen. Und alle, die ihre Hand erhoben haben, wir wollen euch einladen, wir kommen auf euch zu, wir wollen euch einladen, dass wir euch zeigen können, wie das Leben mit Gott praktisch geht. So wie wir heute über Meditation was gehört haben, so gibt es viele Dinge zu lernen bei Gott, ganz, ganz viele. Und im Livestream, ihr Lieben, ihr habt einen QR-Code, wo ihr draufklicken könnt auf unserer Webseite, vielleicht auch jetzt eingeschaltet ist und dann können wir in Kontakt kommen. Du kannst Teil unseres Online-Campus werden. Wir haben eine Online-Kirche für alle, die vielleicht weiter weg von Stuttgart sind. Du kannst Teil davon werden. Einfach auf unsere Webseite gehen und da wird dir alles erklärt. Wir freuen uns, wenn du dabei bist.
Und am allermeisten freuen wir uns. Wir haben ein bisschen überzogen heute, aber ich glaube, das hat der liebe Gott so gewollt. Am allerbesten, am allerschönsten ist es, dass wir ihn kennen, den König des Himmels und der Erde. Und ich finde, wir sollten ihm nochmal einen mächtigen Applaus geben.